diese Antworten sind nicht immer einfach. Also es gibt gar keine einfachen. Ja, also ich finde das ganz wunderbar, dass wir uns heute hier zu unserem ersten Gedankenaustausch zusammengefunden haben, um ein bisschen darüber nachzudenken, wie wir sowohl die Arbeit von euch im Landtag und von mir im Europaparlament besser miteinander verknüpfen können. Vor allen Dingen aber auch, wie wir Europapolitik in Wuppertal vielleicht etwas besser an die Menschen bringen können. Ich glaube, wir haben ein paar ganz gute Ideen heute zusammengetragen, ein paar ganz gute Themen. Einmal die gesamte Frage der Bildungspolitik, Stichwort Bologna-Prozess, was natürlich in einer Hochschulstadt wie Wuppertal, glaube ich, von besonderem Interesse ist. Aber auch, und das ist, glaube ich, auch für Wuppertal ganz wichtig, die Frage Kulturförderung und wie schaffen wir es in einer Kommune, die kaum noch Geld hat, eine lebendige Kulturlandschaft zu erhalten und wie kann Europa mit seinen Fördermöglichkeiten da vielleicht helfen. Wir haben überlegt, dass wir dazu eine gemeinsame Veranstaltung in diesem Jahr noch machen. Ich glaube, dass das eine spannende und gute Geschichte werden wird, vor allen Dingen mit Blick darauf, dass wir ja auch in Europa überlegen müssen, wie wir zukünftig unsere Fördertöpfe gestalten. Und der dritte Punkt, wo wir, glaube ich, uns einig geworden sind, dass wir da nochmal drüber nachdenken wollen, ist, ob wir die ganze Frage der Netzwelten und wie wir zukünftig in dieser Gesellschaft Informationen noch sicherstellen können, freie Informationen für alle Menschen sicherstellen können, dass das eigentlich ein wichtiges sozialdemokratisches Thema ist, weil es eben die Grundfesten von Sozialdemokratie, von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität betrifft, das ein bisschen stärker in der Partei, aber auch in der Öffentlichkeit verankern können, weil wir da, glaube ich, auch ein Feld haben, wo wir öffentlich Menschen erreichen können, die wir mit sozialdemokratischer Politik sonst eher weniger erreichen. Und ich glaube, wir haben da einen guten Aufschlag heute gemacht. Ja, das war ein wirklich sehr angenehmes erstes Gespräch, was wir heute hier offiziell hatten. Ich finde es auch toll, dass wir verabredet haben, dass wir das in Zukunft auch regelmäßig machen wollen, weil ich glaube, dass wir da alle von profitieren können, wenn wir die unterschiedlichen Politikebenen jetzt miteinander vernetzen. Die Inhalte hast du genannt. Ich will von meiner Seite aus deutlich machen, dass ich schon eine hohe Erwartungshaltung auch habe, dass es uns gelingt, in der Perspektive einfach auch Europapolitik stärker nach Wuppertal in die Region zu verankern und dass wir gleichzeitig, glaube ich, mit dir jemand haben, mit dem man dann eben auch konkrete Projekte besprechen kann. Das erwarten die Menschen auch einfach in der Stadt und da bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt. Von daher bin ich optimistisch nach dem Gespräch, dass da ein Mehrwert rauskommt und dass das wieder gut für unsere Stadt ist und unsere Region ist. Und ich sage ganz herzlich Dankeschön. Ja, auch ich freue mich besonders über das Gespräch heute. Mein besonderes Anliegen, auch das Anliegen von natürlich Dietmar Bell und Josef Neumann, ist es ja, die Kultur in Wuppertal zu fördern, zur Entfaltung zu bringen, die brachliegenden Möglichkeiten weiterzuentwickeln bzw. die derzeitigen Schwierigkeiten zu lösen. Insoweit ist es für uns von immenser Bedeutung, dass wir uns vernetzen auf den verschiedensten Ebenen. Das war jetzt der Auftakt mit der Vernetzung Europa. Wir erhoffen uns natürlich dort auch nicht nur eine gute Diskussionsgrundlage, sondern auch effektive Hilfen für die Stadt. Und insoweit ganz, ganz herzlichen Dank, dass das heute geklappt hat. Und ich freue mich auf die weitere Kommunikation.